Ihr habt jetzt definitiv Gesellschaft. Der kommt mit Affenzahn rein. Eine Aurora hat uns gerade beinahe gerammt. Ja, ich sehe es explodiert. Ich glaube, der Typ lebt nicht mehr. Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Hier geht's jetzt heute endlich mal mit einer Retaliator los. Ja, wir haben sie lange nicht auf dem Channel gehabt, jetzt soll es aber passieren. Wir haben ein bisschen Patrouillenspiel gemacht schon, sind mit ein paar Leuten unterwegs. Weezen ist natürlich wieder dabei. Hallo Weezen. Hey, hey. Ansonsten sitzen bei mir Chuck Morris und Maxlow mit in der Retaliator drin und wir wollen jetzt mal die PI Wanted Mission probieren. Außerdem versucht gerade noch unser guter Freund Mandex Weezen gleich in einem Fighter zu unterstützen. Mal sehen, ob das klappt und er auf den Server kommt. Ja, let's go, Weezen, würde ich sagen. Gut, dann wo ist es denn? Ich hab's. Ich hab den Kurs, liegt an. Achtung, Sprung. 3, 2, 1 und Sprung. So, den Chuck haben wir ja mal ausgeliehen aus dem Fighter Command. Machst du gleich den EVA mit mir zusammen, Chuck? Check. Und ich würde sagen, Maxlow übernimmt dann währenddessen die Kontrolle über die Retaliator. Check. So, sieht ruhig aus bis jetzt. Manöveralarm, wir springen. 3, 2, 1 und Jump. Kurz auf Status, ich bin im Ladebildschirm. Sehr gut. Ist bei dir Comlink-Abdeckung, Weezen? Ja, ne? Ist Comlink-Abdeckung da? Ist doch schon mal gut. Hab euch auf dem Schirm, 5 Kilometer. Ja, wir haben dich auch. Die entfernt euch rasch. Weil das bin ich. Ich flieg direkt auf die Station zu. Ich muss mich doch ein bisschen an die Geschwindigkeit von der Saber gewöhnen, ja? Ist doch was anderes als mit der guten alten Hornet. Ja. Ich setze mich mal hinter euch. So. Ihr könntet euch gleich die Laser Rifle von Kovalex Shipping abholen. Ja, das werden wir auch probieren. Oh, die will ich aber auch haben. Die Rifle aber holen, also bevor wir den Computer aktivieren. Ich wechsle auf Precision, ja. Dort gibt es nämlich noch ein weiteres Pad zum Einsammeln. Gut, das heißt, wir haben einen Ortskundigen sogar mit. Sehr gut. Mhm. Gibt es eine Rifle zu holen? Die will ich aber auch sehen, die Rifle dann. Ich bleibe jetzt aber trotzdem im Jäger, ne, und sicher ab. So, wir sind jetzt direkt vor der Haustür angekommen. Soll ich mit reinkommen oder soll ich lieber hier warten? Nee, du bleibst in deinem Fighter. Du wolltest doch. Ich will die Rifle sehen. Ja, das ist bei mir im Let's Play. Super. Wiesen ist die gleiche Reife, die du bekommst, wenn du ein Most Wanted tötest. Ein Most Wanted, so, ja. Maxlow, du darfst jetzt vorne auf die Brücke kommen. Okay. Hab ich aber auch noch nie gesehen. Chuck Morris und ich, wir werden uns jetzt mal im EVA versuchen. Komm, jeder nimmt eine Luftschleuse, Chuck. Wir haben es hier generell. Ich habe eine Aurora auf dem Schirm, ja. Die sich annähert. Ja, Thunder 8, Thunder 8 oder so. Oh ja, bei mir bewegst du dich schon wieder. Deswegen rasch absetzen und ich dann... Ich bin draußen schon. Ach so, ja, bei mir stehst du noch immer im Cockpit. Das ist, Rasch absetzen und wieder starten mit der Conny, bitte. Es ist eine Retaliator, aber ja. Immer noch Retaliator, Entschuldigung. Maxlow, wie sieht's aus? Bist du im Cockpit? Ich nehme gerade Platz. Wäre gut, jetzt zu starten. Ich meine, gut, ist wahrscheinlich ist auch friedlich, aber das weiß man natürlich nicht. Hast du deine Waffe gezogen? Noch nicht. Jetzt habe ich meine Waffe gezogen. Ihr habt jetzt definitiv Gesellschaft. Der kommt mit Affenzahn rein. Eine Aurora gerade beinahe gerammt. Ja, ich sehe es explodiert. Ich glaube, der Typ lebt nicht mehr. Nee, ich glaube, es ist eine Leiche. Wir untersuchen das mal. Schau mal an. Oh Gott, hier fliegen die Aurora-Teile um mich herum. Das sieht abgefahren aus. Ist irgendjemand verletzt? Ist irgendwas passiert? Nee, ne? Nee, negativ. Wir sind alle beide noch fit. Wir können fortsetzen. Ich versuche jetzt mal da ganz langsam rein zu... Und die Retaliator hat es auch nicht erwischt, ne? Nee. Nein, alles heil. Maxlow, flieg mal langsame Runden, ja? Bleib mal nicht auf der Stelle stehen, das ist zu gefährlich. Okay, die Lobby ist soweit... Ich wollte nicht gefährden, das ist sauber. Ja, Lobby sehe ich auch, ist sauber. Die, die Magnetstiefel funktionieren noch nicht, ne? Nee. Ich habe schon wieder zwei Kontakte. Kann sie nicht aufschalten. Meldung, steige in meine Saber ein. Ich habe eine weitere Conny kommt hier reingeflogen in Dalis.
Und Dragonier ist auch dabei, gut. So, das Datapad habe ich hier auch. Chuck, du bist jetzt an der rechten Seite vom Raum, wenn man reinkommt, oder? Nein, links. Links, okay. Bin quasi hinter dir. Ihr kriegt Gesellschaft, ich sichere den Eingang. Ja, danke. Na, Lera Saber ist jetzt hier, Maxlo und halt Endaris. Das Datapad hast du noch? Ja, das habe ich. Alles klar. Gut. Oh, es schadet ein bisschen gerade mir. Ja, mach das. Ich drehe mal hier meine Runden, ja, langsam. Ich strafe auch langsam um die Stadt drin. Ziemlich fett aus, muss ich ehrlich sagen. Alles frei. Ja. Soweit ich sehen kann, ebenfalls alles frei. Check. Wie gesagt, ich finde das so geil, dass du jetzt hier seitlich so straven kannst mit dem EVA. Ja. Das ist einfach mal echt cool gemacht. Okay, also der Raum ist gesichert. Axel, du bist doch da, ne? Ja, ich umkreise. Ich sehe, dass du sehr tief bist hier auf dem Mond schon fast. Ich bin hinter dir. Ich habe 3,8 Entfernung. Okay, ich sichere nach oben ab. Okay. Wenn ich dann um die Ecke komme. Okay, oben ist erstmal alles frei, unten ebenfalls. Ja, sieht auch gut aus. Unten ist kein Pad. Wir müssen aber in die andere. Geht's von hier aus in die nächste Ebene schon? Ja. Also, positiv. Oder ist es der andere Fahrstuhl? Ich weiß es immer nicht. Jetzt verlauft euch nicht. Hier geht's nach oben, musst du. Ja. Check. Also, wenn du unten richtig rumstehst, nach oben. Ja, bin da. Achtung, der Endeless, aber er hat auch keine Waffe gezogen. Vorsicht. Ach, das finde ich so sympathisch, dass da mal einer ohne Waffe rumläuft. Das gibt's ja sonst nie. Schreib ihn mal im Chat an. Na genau, Eve, blauäugig. Contact? Contact? Nein, hier draußen nein. Nicht. Okay, ich gehe jetzt in den Raum rein, Chuck, ja? Positiv. Ich habe schalte das weiterhin im Auge. Weil wir freundlich sind, muss er ja nicht freundlich bleiben. Mhm. Nur weil er freundlich ist, müssen wir ja nicht freundlich sein, ne? Was? Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe das auch so gehört. Wir haben jetzt 2 Comrades zu reparieren. Ja, so, ich bin drin. Der Gang ist clear. Er hat uns gefragt, ob wir uns verlaufen haben. Nett. Ist Gang? Seine Station? Ich verneine mal und Antwort ist, die Navy verläuft sich nie. Genau. Die Navy macht sich ihre eigenen Wege. Wir haben doch letztens erst gesehen, dass die sich gelegentlich verfliegen. Der Spider, der macht es. So, okay, also das nächste Datapad habe ich. Im Fighter Command wäre das nie passiert. Nein, niemals. So, die Lobby hier ist frei, also dieses... wie auch immer, Messe, wie man sie auch immer nennen möchte. Das Pad habe ich ebenfalls. Der Ende des Byron, wir haben einen Kontakt hat uns, hier. Er hat uns viel Glück gewünscht. Das nehme ich mal als Hinweis darauf, dass er sich jetzt Byron, hier... Ja. Wir haben hier nicht Raketen aufschalten oder irgendwas, ne? Das ist ein Freelancer. Das ist ein Freelancer, ja. Ich hänge mich an sie ran. Ich auch. Ich baue Abstand auf. Hier hinter der Glasscheibe ist ein Pad, das dürfen wir gleich nicht vergessen. Okay. Geht von der Geschwindigkeit runter. Ich glaube, er wird auch gleich aussteigen wollen. Noch ein Kontakt. Kannst du den anderen Kontakt übernehmen? Der Raum hier ist sauber. Wie der Dragonia. Haben wir noch einen Kontakt? Ist sicher. Ich glaube, Tyrion überlegt sich gerade, ob er sich den Gladius schnappen soll. Einfach wegfliegen. Ja, voraus ist auch sicher. Er schwebt da so rum. Am zweiten Aufzug. Diebstahl. Das ist Diebstahl. Was macht er denn da? Ja, wirklich. Das ist nicht erlaubt. Der Raum ist erstmal leer. Steigt er aus oder macht er gar nichts? Ich habe heute in dieser Folge den spannendsten Job überhaupt. Ich habe das Datapad ebenfalls. Raumkontrolle sozusagen. Ja. Ich kann ja mal eben anfliegen und Wagen als Deckung zu nutzen. Nein, das machst du nicht. Du bist brav. Guck mir die Freelancer mal vom Namen an. Genau. Der scheint aber nicht auszusteigen, ne? Die Kennung ist immer noch aktiv vom Schiff. Ich höre noch was gerade. Mal eben in den Pilotensitz reingucken. Alles toll in diesem Spiel funktioniert, ja.
Gatterpad habe ich. Das war fast nicht. Nicht, Armin. Das ist ein bisschen. Ja, da sitzt tatsächlich noch dann da drin. Dann gehe ich mal in den Computerraum. Wie gesagt, am besten noch nichts hochladen, bevor wir nicht die anderen Gatterpads gesammelt haben. Mhm. Kann man schon Emojis benutzen hier? Also quasi winken oder sowas? Okay, der Computer. Im Cockpit glaube ich nicht. Mhm. Schade. Mendex, guck mal ein bisschen weg, wenn er sich jetzt bewegt, dann hast du ein Problem. Jawohl. Da kommt eine Conny an. Wir haben eine Constellation, die hier ankommt, ohne Kennung, witzigerweise. Sawyer? Ja. Wenn du mir folgst, hier ist noch ein Datapad hier im Raum. Die fliegt seitwärts hier rein. Das ist aber nicht gut, wenn die keine Kennung hat. Auch noch ein Datapad, damit können wir. Die kriegt noch mehr Gesellschaft, glaube ich. Ich flieg mal näher ran. Ja, wo ist es? Hinter dem Wagen ist es. Ja. Wer ist Schilde. Denn Danis? Jetzt steht Schilde da auch eine Saber ohne Kennung. Endales ist das? Das ist Endales. Schacken du jetzt? Bist du oben oder unten? Wenn du aus dem Computerraum rauskommst, rechts auf so einer, auf so einem Balkon quasi. Oben. Okay. Weißt du ja nicht, wo du bist, also. Von der, wenn du vor dem Computerbildschirm stehen würdest, auf 2 Uhr. Wenn ihr irgendwas Interessantes findet, dann sagt ihr Bescheid, wenn ne? Wenn der jetzt Gas gibt, das ist ein Problem, ne? Ja, ich flieg weg. Ah, da sehe ich. Klitsch bei mir irgendwie voll. Wollte ich dir schon so. Das ist da ist auch das Datapad. Vor der Mensa, ja, ich vor den Glasscheiben zur Mensa und dort ist dann noch ein Pad. Hier bei diesem einen Wagen. Ja. Interessanter Auflauf. Ja, wirklich. Alle versammeln sich hier. Da ist eine Gladius. Wem die gehört, weiß man nicht. Was ist das da hinten? Freelancer und ja eine Saber. Achtung, weiterer Spieler. Pirat, er hat Piratenrüstung an. Ich weiß nicht, ob er feindlich ist. Ich würde drauf schießen. Wenn er Piratenrüstung hat, dann ist er ein Outlaw. Am Aufladebildschirm, jetzt hier in der Halle am Schweben. Aber wie ist hier reingekommen? Der kann ja mitgeflogen sein. Ja stimmt, der war wahrscheinlich auf der Constellation oder so. Er ist jetzt in dem anderen PC-Raum, wo das andere Pad ist. Ihr müsst aufpassen, ne? Wenn er eine Outlaw-Rüstung trägt. Er hat ein Sturmgewehr. Mhm. Wenn er ein Outlaw ist, dann könnt ihr ihn abschießen, ne? Ist keine Outlaw-Rüstung. Nee, hab ich nicht gesehen. Er hat eine rote Rüstung bei mir an, aber er hat nichts getan und nun schwebt er auch wieder weg. Das heißt, nichts passiert. Nichts passiert. Er ist direkt an mir vorbeigeschwebt. Bevor du jetzt an den Computer gehst, wenn Freelance du ihn bewegt sich. Hast. Constellation bewegt sich auch, die Schiffe bewegen sich. Dann komm mal auf der anderen Seite, wo nicht der Computer ist. Dort ist nochmal so ein Computerraum und dort ist noch ein Pad. Mhm, check. Schon unterwegs. Freelancer haut ab. Immer gut, jemanden zu haben, der sich damit auskennt. So. Ja, das ist gerade ganz praktisch. Das, ich habe mich auch von Korb, von Angelo hat mir das gezeigt. Okay, ich habe hier schon wieder auf dem Radar irgendwas. Wo an einem dieser, in der Mitte ist das Sly ist Computer. Hier. Sly ist auch hier, na gut. Sly ist da hinten. Sly ist gerade reingekommen, den könnt ihr euch hochziehen, oder? Grüß ihn mal. Ja. Naja, da ist noch ein Pet, ja. Oh, ihr werdet auf ihn geschossen. Du hast auch gesagt, grüß ihn mal. War das jetzt ein Gruß, auf ihn zu schießen? Einen Zugangscode für eine Tür bekommen. Er kennt uns doch. Bei den Schlafräumen quasi, dort sind ja diese Türen. Auf keinen Fall feuern, nachher denkt er, wir wollen öffnen, jetzt hier und dort ist dann noch ein Pad und ein Sturmgewehr drin. Okay, na das holen wir uns doch mal. So, die Conny zieht ab, ja. Ich werde mal Sly jetzt gucken, dass wir hier ihn reinholen in den Funkkreis. Sekunde. Also auch noch immer noch nicht den Computer hochladen, weil dann bleibt das letzte Pad nicht, ist das noch nicht dabei. Mein Gott, man wird wirklich schnell mit dem EVA, ne? Ja, das ist eigentlich ganz. Ich find's gut. So, ich sichere ab, nach unten hin ist jetzt nichts. Jetzt hat man gerade für einen kurzen Moment sehr schön dieses physikalisierte EVA gesehen, wenn er die Beine so anzieht. Ziemlich cool. So, du gehst. Das ist hier geht's nach oben, ne? In dem Schacht. Nach oben, genau. Eigentlich nur eine Etage. Hi. Hey Sly! Okay, bin ich zufällig bei euch auf den Server gekommen, ne? Ja. Zufällig. Und wir sind gerade bei einer Mission sogar hier. In Wirklichkeit stalkt euch. Genau. Was macht ihr denn? Momentan sind wir gerade beim Kovalex Shipping Hub und versuchen hier die Mission vollständig zu erfüllen. So. Und Chuck führt Sawyer durch die... Durch das Shipping Hub. Die durch die Eingeweide, genau, des Gebäudes. Und wir sichern hier eigentlich nur Style. Okay. So, hier ist die eine mit der Laune. Ich hab schon wieder was auf dem Radar gerade. Hast du denn noch dann kann man da? Die aufmachen. Aber dann kann man sich dort das Sturmgewehr nehmen. Das mach ich mal kurz. War wahrscheinlich einer von uns wahrscheinlich. Das respawnt auch wieder nach ein paar Minuten. Nach ein, zwei Sekunden. Da schießt was? Hier ist dann wo noch denn? Wer schießt?
Irgendwas da. Mit. So, dann warte ich mal kurz auf das Sturmgewehr. Das hätte ich nämlich auch ganz gerne. Hat jemand einen Namen? Sichere dann ab. Ja, wenn jetzt. War was Ballistisches auf jeden Fall. Ja, wenn der Dragon jetzt sagt, wenn er jetzt schießt, dann müssen wir ihn auch abwehren, ja? Wenn er jetzt auf uns schießt. Ne, der hat nur einen Schuss abgegeben gerade. Das war vielleicht ein Versehen, ne? Hier ist eine Menge Alkohol zusätzlich ja. Zu dem Sturm. Bring mit fürs Chor. Ich weiß nicht, ob du zugehört hast, Sawyer. Die Geschichte ist eigentlich, dass es hier eine Infiltration quasi gab und die ganz bewusst den zuständigen Technikoffizier bewusst gemacht haben, wenn ich das richtig verstanden, also betrunken gemacht haben, wenn ich es richtig verstanden habe, um hier Schmuggelware durchzuschleusen. Und so? Und das ist auf diesem letzten Pad drauf. Und wenn man dieses letzte Pad nicht findet, dann erfährt man das nicht. Und wenn man vorher die Daten hochlädt, dann denken alle, dieser Offizier wäre schuldig gewesen. Und wenn man dieses Pad jetzt gleich mit hochlädt, dann wird der Schmuggler ringen. Gut. Ach was, wirklich? Da war er doch unschuldig. Ja. Uiuiuiui. Oh, und ich habe hier eine richtig fette, schöne ATT-4 Energy Rifle. Wow. Mit Rotpunkt. Komm mal bitte raus und schieß ein bisschen damit runter. Ich will sehen, ich will die sehen. Ich will die auch sehen. Ja. Wir müssen jetzt aber die Daten noch hochladen. Die Computer aktivieren. Mhm. Irgendjemand ist da gerade aufgetaucht. Du hältst sie bei mir übrigens falsch rum und sie geht durch deinen Körper durch. Das ist ganz witzig. Ach, sag doch sowas nicht, Chuck. Ich bin gerade ganz glücklich, dass sie überhaupt hält. Super, die Ansprüche. Sieht eigentlich die auch den Laserpoint? Oder sieht den Laserpoint nur der Träger der Waffe? Also du hast keinen Laserpointer dran, das ist halt nur ein Rotpunktvisier quasi, also oder Weißpunktvisier, wenn man so will. Gibt's die heißen irgendwie ARCOG-Visiere eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ja, das sind die vierfachen. Achso. ACOGs. Nö. Dann der Computer jetzt. Hat jemand geschossen hier oder was ist los? Nein. Oh mein Gott! Oh. Wer war das denn? Oh mein Gott, der Rumpf kommt auf mich zu. Irgendjemand hat gerade sich zu Tode gerammt. So, Find Evidence. Objective complete. Wenn du jetzt im Scheduler guckst, dann steht dort, dass so ein Schmugglerring ausgehoben wurde dadurch. Na, das gucken wir uns doch mal ganz kurz an. Ja, ich sichere dich so lange. Danke. So, Scheduler. Complete missions, PI wanted. Alles klar. Beziehungsweise im. Das ist nicht im Scheduler, sondern es ist im Journal, ne? Ja. Genau. Entschuldige. Sag mal, eine ganz blöde Zwischenfrage, ne? Die Saber soll auch neu sein, ne? Und das soll auch ein Prototyp sein, oder? Mhm, der gerade verkauft wurde. Von draußen, die ist zerkratzt wie Sau. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, aber das Ding ist definitiv nicht neu, was die uns verkauft haben. Ah ja, hier sind die ganzen Einträge und alles. Der Einschlag ist sowas, nennt man Used-Look. Achso, das ist der Used-Look. Ach, die werden absichtlich zerkratzt. Ja, nee, ist richtig. Gut, dann haben wir uns angeguckt. Jetzt, Jungs, wir machen uns jetzt mal auf den Rückweg. Wir können hier unten durch die Türen rausgehen. Das heißt, wir bräuchten jetzt Maxlo demnächst und dann können wir uns ja mit Port Olisar alle nochmal die Waffe zusammen anschauen, ne? Genau. Genau. Alles klar, ich bin jetzt wieder in der Lobby. Wenn ich sehen kann, alles safe. So, da kommt die Abholung. Nach 5 Kilometer. Mich wundert, dass da nicht so viel los ist, außer dass wir hier da sind. Vielleicht haben sie alle Angst. Na, das war hier schon ganz voll zwischendurch. Okay. Wer holt uns denn ab? Die Maxlo mit der Retaliator. Genau. Okay, 2500 Meter. Gleich da. Ganz schön schnell. Ja, die rauscht rein. Nein, alles unter Kontrolle. Das ist ja heute eine gemütliche Mission hier. Quasi keine Feinde, wa? Auf die eigene Kompetenz. Ist hier relativ ruhig. So, ich bin jetzt auch wieder da. Ja. Gut, dann EVA ich mal raus. Mach auf das. Die Tully zu. Aber hey, ich hab niemanden im FPS aus Versehen erschossen. Ja, hey. Du warst ja auch gar nicht im FPS. Hey. Ich geh ja nicht mehr raus. Ich sehe jemanden im EVA. Ich hab Waffen dran. Soll ich mal ausprobieren? Tully jetzt bitte nicht mehr bewegen. Ja, okay. Da ist... Okay. Ich sehe mich ja auch schon. Vier Bots war, oder? Ja. So, ich würde versuchen, wir machen das folgendermaßen. Wir fliegen dann zum Security Post, steigen aus, weil Port Olisar können wir dieses Gewehr nicht ziehen, Wiesen. Ach ja, hast recht, das stimmt.
Ach, ich sehe gerade da oben ist gerade der Chuck reingekrabbelt. Ja, genau, durch die obere Luke kann man gut reinkrabbeln, wenn die untere zu ist. Ansonsten fällt man durch. Super praktisch. Wie war das mit dem Taschentuch und den beiden Ohren, ne? Ja. Und Sawyer, ich sehe dich hier auch gerade. Ich versuch's mal hier. Aber ich verrate noch nicht zu viel von der Waffe. Das ist eine hübsche Waffe. Auf Distanz so. Mal gespannt. Ich Flugmodus, um nicht, dass sie aus der Hilfe kommen. Oh Gott, ich hab in Italien. Ja, ja, mach mal Precision Mode, wäre ja besser. Hab ich gerade angeschaut. Ah, sehr schön. Hat sich wieder gefangen. Wie hat man die Waffen weggesteckt? Mit J, ne? Mhm. Ja. Oh, ich bin jetzt durchgebackt. Naja, gut. Ja. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich versuch's auch mal. Du bist oben rein, Chuck, ne? Oben durch, genau, oben durch die Luke. Die müsste auch noch offen sein. Ja, ja, ich versuch's auch mal oben. Oh, ich hab einen Feindkontakt, glaube ich. Ich steige in das untere Geschütz ein. Talk Zero, eine Avenger, kommt hier reingespielt. Ja, dann lass es mal Sly auf Abfahrtskurs gehen. Keine Bedrohung. Alles klar. Keine Bedrohung, sagt er. Ja, weil du bist ja wahrscheinlich... Wissen wir ja nicht. Boah, jetzt wird's aber frech hier. Das Fliegen und ich weiß, dass die aktuell keine Bedrohung sind. Okay, trotzdem Sly, bitte auf Abfangkurs. Raketen aufschalten müssen wir nicht, aber... Ja, zumindest. Der kommt uns sehr nahe gerade. Zack, ich bin wieder drin in der Retaliator. So. Okay, er hat uns... Okay, ich verlasse den Piloten jetzt. Er hat euch ignoriert. Du kannst doch gerne fliegen, Maxlo, wenn du möchtest. Nee, nee, mach ich weiter. Okay, gut. Also ich habe ihn auf jeden Fall im Visier, falls so irgendwas... Ich auch, aber ich glaube, der ist auch nur... Oh, jetzt ist es aber ganz schlecht, wenn das Spiel einfriert, in dem Moment, wo man auf was zufliegt. Okay, dann jetzt kannst du mir vorbei. Geht's wieder? Okay, bei mir ist es nie angefroren. Nee, nee, es war ganz kurz, war es etwas... Ich übernehme wieder das Kommando. Gut. Über die Retaliator. Back. Systeme sind wieder online. Schilde sind unten, weil ihr den Piloten gewechselt habt. Ihr habt über euch die Avenger noch, ja. Deswegen lieber nach Steuerbord weg. Ja, aber nicht ganz über euch, aber aufpassen, wo ihr hinfliegt. Ja. Da war gerade ein Schuss. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, das war aber eine Handfeuerwaffe nach dem Sound. Okay, gut. Dann würde ich sagen, treffen wir uns doch alle mal im Security Post. Ein feindlicher Kontakt. Feindlich oder unbekannt? Negativ, Tywin. Der war nur kurz rot angezeigt. Im Security. Security Post. Security, okay. Dragonier. Okay. Da ist Dragonier. Ist das eine gute Idee, da dann viel Feindkontakt? Ja, aber dafür brauchen wir ja diese Waffen. Dafür sitzt sie doch da. Dann fliege ich vor, ja? Achtung. Und dann würde ich sagen, dann springt Sly mit mir mit, ja? Achtung, Security Post. 3, 2, 1 und Sprung. Sehr gut. Sprung. Mendek, springst du mit uns dann oder wie machen wir das? Ich komme von Odulisa nach. Achso, gut. Alles klar. Okay, und dann wir springen. Ja, Chuck, haben wir gut gemacht. Die Mission ist auf jeden Fall erfüllt. Digital High Five, würde ich sagen. Achtung. Kontakt hier, ja? Eine Aurora. 2. Oh, nee, das sehr schön. Aus, ja, ihr habt das sehr gut gemacht. Jetzt haben wir vor allem auch die ganze Mission da beenden können. Ja. Mal das gucken, ob wir jetzt noch schadlos landen können. Das wäre ganz toll. Wir dachte, haben hier den Sly. Der gehört ja zu uns. Den Finney irgendwas? Nee, das ist auf jeden Fall. Oh oh. Oh, ich hab Freeze. Ich hab Freeze. Ja, du fliegst hier gerade an der Station vorbei. Also ich glaube, mich hat's erwischt. Wir haben den Sigo wieder. Okay, Leute, dann müsst ihr versuchen, noch einmal euch die Waffe anzuschauen. Ich versuche nachzujoinen, ja? Dito, hier hat sich Spiel auch gerade aufgehängt. Oh nein, Spoiler. So, ich versuche sie jetzt auf jeden Fall mal zu testen. So, ich versuche sie zu behalten, bitte. So ich habe jetzt hier auch gerade einen Stillstand. Nein, der Server! Nein! Nein! Sawyer, halt durch! Noch fliege ich! Sawyer, halt durch! Ich glaube, zu viele Leute auf einem Punkt. Sawyer, steig aus und benutzt die Waffe, um die fertig. Benutzt sie einmal, wie sie haben. Benutzt sie wenigstens einmal für dich selbst. Ey, ich bin wieder drauf. Bei mir, ich hatte vorhin auch schon einmal Stand, deshalb noch warte ich mal. Nein! Bei mir läuft wieder. So, ich gucke mal. Ich lande jetzt mit meiner Retaliator hier. Jo, mach das mal. Geht hier alles voll. Mein Zimmer liegen haufenweise. Okay, wer ist da jetzt raus? Hallo? Ich guck kurz. Oh je. Ich bin noch da. Sawyer? Ja, okay, meine Retaliator hat sich aufgelöst, weil Weezen ja weg ist. Super. Ja, okay. So viel dazu. Kann ich so, Leute. Wenigstens einen mitnehmen.
war trotzdem Spaß. Also wir haben die Mission gemacht. Vielen Dank, Chuck, für deine auf jeden Fall großartige Einführung dazu. Vielen Dank an alle anderen. Und das nächste Mal, wenn wir hier sind, sagen wir, da testen wir mal auf dem Career Outpost die Waffe und dann besorgt sich auch Weezen eine und dann gucken wir mal, wen er damit so alles erwischt. Denn darauf hast du Zielfernrohr, Weezen. Das Nein. Ist besser, oder? Okay, gut, das verspricht was, ja. Oder? In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniert unseren Channel, wenn ihr auf jeden Fall up to date bleiben wollt oder weitere Let's Plays. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne nette Kommentare hinterlassen, das Video liken oder auch natürlich bei uns auf Patreon vorbeischauen. Das würde uns auch sehr freuen. In diesem Sinne, wir versuchen es allesamt mal mit diesen schönen Bildern von dem wegleitenden Career Outpost hier. Und zwar 3, 2, 1 und see you on the flight deck! Juhu! Very nice. Sehr schön. Gut.